Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Matze85LP. Wir machen heute hier weiter mit unserer Kartoffelernte und wir gehen auch noch anschließend heute mal in Karstadt nochmal rein. Oder? Mal schauen, wie weit der Gras ist. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe gerade eine neue Aufnahmesession angefangen. Aber wir wollten die Wiese ja nochmal düngen, also müssten wir uns mal langsam um unseren Düngerträger kümmern. Daher werden wir uns gleich drum kümmern. Aber erstmal fahren wir auf die Fuhr zur Kartoffelwaschanlage. Und dann geht es ja auch schon weiter mit unseren letzten Kartoffeln. Aber kippen mal schnell die Fuhr hier rein und dann kümmern wir uns zeitnah an unsere dieses Ding. Aber wir fahren gleich mal auf dem Acker rein. Der Kartoffelroller ist auch schon wieder so weit voll. Deswegen sputen wir uns mal ein klein bisschen. Hau noch die Fuhre runter und dann geht's nämlich auch weiter. Mit Wiese düngen. Denn wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Daher sputen wir uns mal ein klein wenig. Ja, müssen wir jetzt noch ein bisschen was schaffen. Und dann kommt auch schon die Meldung, dass der Ernter zu 80% voll ist. Ja, düsen wir jetzt gleich noch hin, machen noch den Schlag fertig. Und wir wollten ja auch demnächst noch shoppen gehen. Das ist auch noch in naher Zukunft. Und daher sputen wir uns erstmal ein bisschen, dass wir die Kartoffeln rauskriegen. Denn wir brauchen noch ein bisschen Diesel. Und diese Anlage braucht noch ein bisschen Zeug. Und dafür müssen wir uns noch ein bisschen sputen. Dass wir da demnächst einen neuen Drescher holen und auch zeitnah noch ein paar Drescher und ein paar Hänger holen, so dass wir mehr wegbekommen. Dass wir zügig lang hinarbeiten. Daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Und wir werden es auch schaffen in Norf und das wir hier zügig durchkommen. Aber wir lassen jetzt den Helfer laufen. Mist müssen wir auch noch machen. Also haben wir reichlich zu tun. Jo, wir nehmen dich jetzt. Und machen jetzt die Wiese eine schnelle Düngung. Wir haben ein bisschen Zeit, so dass wir noch ein bisschen düngen können. Und hier steht unser Düngerstreuer schon. Und daher legen wir los und holen uns noch ein bisschen Dünger und denken, brauchen wir uns keinen Dünger. Wir holen uns keinen Dünger. Oh doch. Wir brauchen ja den Dünger und deswegen fürs wenigstens vor die Wände. Jetzt machen wir das Tab auf, dass ich den Punkt finde. Dann hauen wir jetzt erstmal den Düngerstreuer voll und düngen gleich mal die Fläche ab, so dass wir da ein bisschen mehr Ertrag haben auf der Wiese. Denn die Wiese brauchen wir ja für unser Heu, was wir noch was wir ziemlich wenig noch haben. Und daher machen wir jetzt noch eine Düngung. Mit unserem letzten Dünger, den wir haben. Also müssen wir mal zeitnah mal Mist hinfahren. Noch ein bisschen Dünger kriegen. Aber jetzt fangen wir mal schnell an, hier die Fläche zu düngen. Dass wir wenigstens noch ein bisschen mehr Ertrag rauskriegen aus der Wiese. Dass wir noch ein paar bunte Heu pressen können und auch noch Gras pressen können. Aber ich werde noch zeitnah die Schafe holen müssen und daher lasst euch überraschen, was alles kommt. So, jetzt machen wir das hier noch fertig. Darf er wenigstens jetzt wie ich lang hinkommen.
Bevor Kartoffelrouladen wieder voll ist, müssten wir uns mal ziemlich bisschen sputen, so dass wir das Vorwände heute mal fertig kriegen. Und daher düngen wir schnell mal die Wiese ab und dann geht's auch gleich weiter mit. Mit der Produktion Kartoffeln in Slagkippen von der Waschanlage. Aber wir werden dann zeitnah noch ein paar Flächen Kartoffeln machen müssen, weil wir das Lager voll machen und das andere Lager voll füllen wollen. Daher lasst euch überraschen, wie wir es weiter machen. Aber wir dünnen aber schnell das Vorgewende fertig, so dass wir wenigstens hier ein bisschen mehr Ertrag rauskriegen. Dass wir dann noch ein bisschen Heu pressen können. Daher mache ich es jetzt eigentlich. Ich wollte eigentlich mal die Wiese umbrechen, aber ich habe mit dir festgestellt, dass wir ziemlich wenig Heu noch, also dass ich noch wenig Heu da habe. Deswegen machen wir heute noch ein bisschen Wiese düngen, so dass wir ein bisschen mehr Heuertrag draus kriegen. Mähen's ab und machen vielleicht noch einen zweiten Schnitt raus drauf und dann müsste es auch schon reichen mit Heuballen. Stroh ist ja was anderes. Dazu müssen wir auch demnächst hier was machen. Stroh. Und hier liegt noch ein Ballen rum. Aber ich werde jetzt erstmal den Helfer aktivieren, so dass er die Bahn gleich durchzieht und uns ein bisschen Ruhe lässt beim Ding. Kann der Helfer weitermachen und wir machen jetzt unsere Aktion Kartoffeln weiter. Dann haben wir nicht die Fuhre voll und daher können wir die nächsten Schwungs in die Lager kippen. Und dann können wir auch zeitnah anfangen mit den Rüben, so dass wir die wegkriegen, dass wir Zucker kriegen. Dass unsere Anlagen endlich in alle Gänge kriegen. Daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Und die Fuhre ist voll. Aber wir müssen einmal uns sputen, ich muss mich einmal sputen, dass ich die Fuhre wegkriege. Bevor der Tank 4 voll ist. Und daher machen wir jetzt mal ein bisschen zügig lang hin. Laden den Schwung ab und holen uns gleich den nächsten. Ja, wir müssen auch zeitnah mal die Paletten wegnehmen hier, sonst steht er auch bald wieder voll. Wir haben also noch reichlich zu machen auf der Karte und daher sputen wir uns mal ein bisschen und hauen jetzt auch mal die Kartoffeln ab. So dass wir zeitnah ein bisschen mehr Produktion drauf kriegen, so dass unsere Technik demnächst rankommt. Denn ihr wollt ja noch ein bisschen was sehen von der Karte und daher wollen wir es auch fertig mitmachen, dass unsere Tiere schön laufen, unsere Kühe laufen, die reichlich Milch bringen, unser Misthaufen reichlich wächst und unser Kartoffelrohr ist auch schon mal voll. Deshalb gießen wir schnell hin, laden ihn ab und dann kann auch ein bisschen weitermachen. Aber die erste Reihe Kartoffeln sind auch schon hier fertig bei der einen Wäsche. Daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, so dass wir zeitnah an den Ruder sind. Dann bunkern wir ihn ab und dann bringen wir unsere Anlage in Gange. So dass wir endlich mal am grünen Zweig kommen, so dass wir ein Feld uns endlich leisten können und auch anschließend, wie ist es, unser Feld leisten können und auch unsere Technik holen können, die wir brauchen, zeitnah. Aber wir laden dich noch mal schnell auf, die letzten Paletten hier sind auch ganz schön reichlich.
und werden die im nächsten Part wegfahren. So dass wir hier mal ein bisschen Geld verdienen, so dass wir unseren Drescher uns holen können. Und das Feld, was ich im Auge habe. So, die beiden haben auch schon. Jetzt nehmen wir auch die mit hier auf. Dass wir hier ein bisschen hier lang hinkommen. Auch die sechs da hinten, da müsste die Fuhr theoretisch auch schon mal voll sind. Das passt noch ein Bast drauf. Ein bisschen bastieren noch, aber klaue nicht mal alles. So, und voll sind wir. Also fahren wir den nächsten Part weg. Aber wir gucken nochmal unseren Rübenroller. Dann stehen wir gleich im Wege. Oder Kartoffelroller. Denn der hat auch schon mal 25% drauf. Und das könnte gerade so reichen. Deshalb nehmen wir auch den Schwung mit und laden ihn gleich wieder ab. So, dass wir ein bisschen hier lang hinkommen und. Naja, wie gesagt, Arbeit habe ich ist auch ganz gut. Läuft momentan. YouTube geht so lang hin. Ihr habt schon mitgekriegt, dass ich jetzt, dass ich zeitnah ein neues Projekt aufmache, worauf ich gemacht habe. Ihr habt schon mitgekriegt, dass ich ein neues Projekt zum Laufen habe. Ich muss gerade überlegen, wann ich das Projekt aufgemacht habe. Aber mal gucken, wie es das anläuft. Ich bin jetzt noch ein paar Tage voraus, deswegen weiß ich es noch nicht. Ich lasse mich auch überraschen, wie ihr euch, was da alles so kommt. Wie gesagt, die kommt dreimal die Woche. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Ich würde mich freuen. Aber wir machen jetzt. Wieso wird der Helfer blockiert? Da gucken wir gleich mal hin. Ach, hier wird er blockiert. Ans Bäumchen. Dann machen wir auch die Bahn. Lassen wir die Bahn noch durcharbeiten. Und machen unsere Fuhre weg. So dass wir endlich in die Knullen rauskriegen. Und dann geht es ans große Eingemachte mit den Zuckerrüben. Da wir die dann lange bekommen und daher müssen wir uns halt mal ein bisschen lang hin bemühen. Dafür wir am wenigsten ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Machen wir jetzt auch noch die Knullen mit. Und schieben den hier rückwärts rein, ohne zu gucken. Vielleicht plötzlich ja was. Passt. Wie gesagt, die Wiese wollen wir jetzt noch nicht umbrechen, weil da wir noch ein bisschen Heu brauchen für die Kühe. Dann kommen, wenn wir zeitnah, wenn wir das Feld fertig haben, die Schafe holen. Aber da ein bisschen auch in Gang gekommen mit der Wolle, Wollproduktion. Also heißt es, ja, nächste Fuhr Zeug wegbringen, Feld kaufen, fahren. Und mal gucken, was wir noch an Geld über haben. Aber wir müssten ja wirklich zeitnah. Zeitnah mal losdüsen mit der Fuhre. Da gucken wir gleich, werde ich gleich mal gucken, wo es hingeht mit uns. Denn der Part ist auch schon mal zu Ende. Habt Dank, dass ihr mal eingeschaltet habt. Euer Master 85 LP. Tschüssi.